Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu unserem heutigen Blog zum Thema des Aquamax Baukasten. Was ist der Aquamax Baukasten? Das ist jetzt einfach eine Alternative zu unseren Aquamax Anlagen, die wir in unseren vorherigen Blöcken schon erklärt haben. Im Grunde ein Aquamax ohne Tauchmotorbelüfter. Wir belüften in diesem Baukastenmodell einfach über eine Kompressortechnik. Das heißt, statt eines Tauchmotorbelüfters in der Mitte des Aquamaxes haben wir jetzt quasi eine freie Stelle und einen entsprechend großen Kompressor, der den Lufteintrag in unsere Kleinkläranlage entsprechend generiert. Aquamax Baukasten ist von Seiten der Firma ATB so gestaltet, dass wir uns im Grunde die einzelnen Komponenten zusammenstellen können. Gerade empfehlenswert diese Anlage bei großen Einwohnerzahlen, also immer dann, wenn ein Tauchmotorbelüfter, also der Motor, relativ hohe Laufzeiten hätte, neigen die Motoren natürlich zu einem relativ frühen Verschleiß, sodass es durchaus sinnvoll ist, gerade bei Anlagen über 16 EW statt eines Tauchmotorbelüfters dann einen Kompressor einzusetzen. Baukasten heißt halt im Grunde, dass wir die Anlagen uns so zusammenstellen können, wie wir sie brauchen, die Anzahl der Rohrbelüfter selber bestimmen können, auch die Größe des Kompressors natürlich bestimmen können. Die Steuerungstechnik ist also so gestaltet, dass wir das Ganze auf einer Montageplatte bekommen. Diese Montageplatte ist vorinstalliert mit einer Steckdose zum Einfügen des Kompressors mit vorbereitet. Ist ein sogenannter A-Box-Adapter mit drauf auf dieser Montageplatte, sodass das im Grunde ein steckerfertiges System ist. Nichts selber verdrahtet werden muss, das Ganze halt in den Carport, in der Garage frei aufgehängt werden kann oder natürlich in einer Freiluftsäule installiert werden kann, um das Ganze dann sicher geschützt direkt neben der Kleinkläranlage zu haben. Gut, das zum Thema Aquamax Baukasten, nur ein kleiner Exkurs zum Thema und freue mich, wenn ich Sie demnächst wieder in unseren folgenden Blöcken begrüßen darf.